Was mache ich denn jetzt hier? Hallo? Guck, wir schreiben denn noch Luca Spider-Tree. Ach, Luca. Der Luca läuft ja immer nur so zu Fuß rum. Peggy, ja? Ja? Ich habe Gras geschrieben. Gerade, was hat Ilana... Was? Ich will kein... Manchmal kriege ich den Chat nicht so derbst mit. Ja, okay. Ich mach das mal wieder zu hier. Guck mal, in der Gruppe wird auch geschrieben. Dum, dadam, dadam, dam. Und im Global, da wird eh immer geschrieben. Ist auf den Servern YouTuber? Nee, hier gibt's keine YouTuber. Ach, guck mal, die gehen immer nur hier wegen Dina und Alicia online. Ja, weil das ist, den Leuten geht's ja gar nicht mehr darum, so ein Spiel zu spielen hier. Sondern die gehen da nur online, um zu fragen, ob da irgendein YouTuber ist, bei dem sie sich irgendwie so, ins Video pressen können, ne? Das ist, glaube ich, schon ab und zu mal so. Das, ja. Das ist schon so ein Thema, glaube ich. Kommt mal mit. Wir fliegen. Ich wollte schon gerade sagen, wir fliegen nach Moorland. Der Notar will Aufmerksamkeit. Ich glaube auch. Ich mach mal ein paar. So. Ich bin zu blöd für alles. Ich kann nicht laufen ohne Ohren. Nein, ich synchronisiere Lilo mal ordentlich. Ich bin zu blöd für alles. Ich kann nicht laufen. Ich kann nicht ordentlich Böden tun, ohne dass ich mir die Schulter zerre. Nicht ganz so der Lilo. Vor allem steigen sie die Baumwurzel, also Lilo, der fliegt drüber. So, das war... Nein, ich... Nicht böse sein, Lilo! Nicht böse sein, es ist nur Schepass. XCLF. Peggy, wolltest du nicht Alicia... Ja, ich weiß ja nicht, ob Alicia online ist, keine Ahnung. Ach so. Ach, Ska. Das ist echt süß. Ja, aber ich sage ja nicht, dass es schlimm ist, dass die Leute sowas machen. Ich sage nur, dass sie es machen. Ich habe nie gesagt, dass das irgendwie verwerflich ist, dass jemand gerne halt YouTuber sehen will. Das geht mir doch ganz genauso. Ne? Das geht mir doch ganz genauso. Also so, wenn ich meine YouTube-Vorbilder mal sehen will, wie so Frankie oder sowas, da gab es auch schon dann Zeiten, wo ich dann extra auf einem gewissen Server dann gespielt habe, weil ich wusste, der ist ja auch, dass man ihm vielleicht begegnet oder so. Ist schon auch passiert. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob Alicia online ist. Wie heißt sie denn? Alicia Snowdaughter. Ist sie denn da? Ist sie denn hier irgendwo? Ist sie denn online? Oder ist sie eher so... Das wäre ja gar nicht ihre Jahreszeit, ne? Wenn sie Snowdaughter heißt. Die müsste eher Summerdaughter heißen. Damit die... Daughter. Guck mal hier. Ganz alleine steht Luca in Moorland. Und sonst niemand. Ich habe gerade da Tauf Tittendaughter gelesen, aber es ist Kittendaughter. Es tut mir sehr leid. Ich habe mein Gehirn hat falsche Anglizismen hergestellt. And that happened. Also muss mir nur noch jemand sagen, wo wir sie denn stalken können. Ah, aber... Ska kann doch gar nicht mit nach Silverglade, weil sie ja kein Star Riderin ist. Das ist aber blöd. Oh, guck mal, es gibt ein Championat. Was ist das denn für ein Championat? Ja, Jorvik-Stall. Ja, Goldblatt. Wann ist denn das? Oh, in 15 Minuten. Da gehen wir hin. Komm, Jorvik-Championat machen mit, oder? Leute, Jorvik-Stall, Champion, das machen wir mit. Da gehen wir einmal auf Champion-Reise. So. Kennt ihr das, wenn ihr Champions... Nee, okay, da fällt mir jetzt keine Geschichte zu ein. Wir gehen einfach mal hier Richtung Championatsplatz. Scarlett, an dich nochmal ein dickes Sorry, weil du jetzt nicht mitlaufen kannst. Da tut mir sehr leid, wir machen danach einen Server-Change-Wechsel, Stream. Also wir machen halt einen Twitch-Switch, ne? Wie immer. Und Twitch-Switchen dann auf den Server 1. Nein, da sind wir ja gerade. Wir Twitch-Switchen dann auf Server 2. Ja. Ach, Scarlett. Nicht traurig sein, Scarlett. Wir machen gleich einen Twitch-Switch und dann bist du wieder voll vorn mit dabei und die anderen können nur zugucken. Verstehen Sie? Weil die ja dann quasi auf dem entgegengesetzten... Das ist ja ein bisschen Inception-Star-Stable, was wir hier machen.
Ne, so invertierte Serverauswahl. Ihr habt keine Ahnung, wovon ich rede, oder? Aber das ist okay, weil es geht mir ganz genauso. Ich wollte gerade sagen, ich hole noch eben ein schnelles Pferd, aber wie mache ich was vor? Das Einzige, was ich habe, ist mein Level 4 Pferd unterm Arsch. Ja. Das ist halt einfach so. Tja. Scarlett, sei nicht traurig. Sei nicht traurig, Scarlett. Wenn ich jetzt Jolien wäre, dann würde ich jetzt ein bisschen für euch singen. Bin ich aber nicht. Weil ich kann es halt nicht. Ne? Ich hab dir doch vielleicht schon, es gibt so ein oder zwei Folgen, wo ich... Ach, ist da, war das schon das Championat? Oder ist das, war da noch nicht? Wann ist denn das? War das schon? Nein, Jorvik-Stall. Das ist ja... Das ist ein Jarlaheim, ne? Oh, dann müssen wir da... Oh Gott. Da komme ich ja gar nicht hin. Wie komme ich denn nach Jarlaheim? Ach, mit der Fähre? Oh nein. Ach so. Warum sagt mir dann das keiner? Kann mir das nicht mal jemand sagen? Dass das gar nicht da ist, sondern dass das auf dem anderen Kontinent ist? Warum sag ich jetzt kommen sie an und sagen, ja, übrigens, du Vollidiot. Das ist gar nicht da, du Spacko. Das ist auf der anderen Insel. Du. Komm, wir reisen jetzt mal. Wir machen jetzt mal hier Port Pinter. Oh, ich muss mal gerade einen Schluck Water nehmen. Das sagt ja, wenn sie schon weiter das Karl. Da wird er mal in der Club, andermal ist da jemand online in der Club. Ah, das hat der Bluffers. Und der Claudina ist auch on. Ach so, da haben sie sich verstärkt. Dann schauen die ja sowieso. Und darf ich Gruppe, Alter? Ja, du darfst Gruppe. Warte mal, ich lade dich. Warte mal hier, Gruppe, so. So, wir wollten mir doch jetzt einen Morgana kaufen, oder? Peggy kauft sich einen Morgan. Oh, ja. Macht ihr euch schon Sorgen? Peggy kauft sich Morgan. Hat er überhaupt Kohle? Ja, voll der reiche Ole. Welchen Morgan kaufen wir denn? Ja, Misk Trollolol, wenn du mir sagst, wer du bist, dann darfst du natürlich auch in die Gruppe. Aber dafür müsst ihr natürlich wissen, wer du bist. Und dann kannst du natürlich auch in die Gruppe. Aber da muss ich erstmal mit Scarlett reden, weil ich weiß nicht, ob die das möchte. Ach so, das ist ja Jasmin ein Pine-Nose. Das ist natürlich dann... Habe ich denn eine Jasmin Pine-Nose? Jasmin, wie? Na, warte mal. Hier, Sally. Wer verfolgt mich? Luisa Fishlake und Pia Youngroad. Na, ihr? Winken. Hallo! Na, was geht ab? Ja, Vio darf natürlich auch in die Gruppe. Komm, wir laden hier nochmal. Wer will noch in die Gruppe? Hallo? Wer will noch in die Gruppe? Der muss hier hinkommen. Der muss hier zu mich hinkommen. Wer hat denn jetzt Jasmin Epinaus? Ach so, okay. Habt ihr schon untereinander geregelt? Das ist konkret von euch. Ich habe nur noch einen Gruppenplatz frei. Nur noch einen Gruppenplatz habe ich frei. Hi. Ich spam mal einfach so in den Club ein bisschen random. Bam, da kommt die Sally an, geradet. Oh Gott, wie sie upgate. Ne, wie sie upgate. Wir gehen jetzt übrigens nach, da. In das Land, wo da eine Stadt ist. Und in dieser Stadt, ne, da ist diesen Stall. Und in diesen Stall gibt das die neuen Pferde, die da so gut sind, angeblich. Und ich weiß nicht, diesen Stall, aber ich wollte mir ja eigentlich, ich weiß nicht, ob ich mir eine Morgana holen soll, weil dieser Stall, das gibt es da, ich wollte mir eigentlich mal, weil ich wollte ja, wer wollte noch in die Gruppe? Fiona Diamond Mountain. Wer ist denn Fiona Diamond Mountain? Fiona, wer bist du? Ich möchte dich in die Gruppe einladen. Das Weiße, das mit dem Grünstich. Na, ich glaube nicht, dass ich mir das kaufe.
Ich hätte halt gerne einen Apfelschimmel. Ich weiß nicht. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß es noch nicht. So, Fiona, wer ist denn jetzt Fiona? Wer ist denn jetzt Fiona? Wer ist denn jetzt Fiona? Wer ist denn Fiona? Wer ist Fiona? Wer von euch ist Fiona? Fiona, schreibt doch mal, wer du bist. Was ist hier los? Elsa Orange Garden schreibt, was ist hier los? Stream, Treff. Elsa. Komm doch zu uns. Von mir. Du Dödel. Was ist los mit dir? Denk doch mal nach. Ich steh die mit dem Morgen. Ja, sag mir doch deinen Namen. Alexandrina, bist du Fiona? Fiona, bist du Alexand... Ach so. Ach so. Ich raff's immer nicht. So. Entschuldige. Wie? Hä? Ach so. Wer hat sie denn schon eingeladen? Hä? Nein. Hä? Nein. Hä? Achso, sie heißt so. Fiona, da heißt so? Aber die stand doch da gar nicht. Hä, was ist los? Ist doch... Nee, jetzt ist ja egal. Jetzt ist sie ja drin. Jetzt ist sie eingegruppt. Was meinst du, Mandy? Wie, was meine ich, Mandy? Hä, warte mal. Warte mal. Ist sie noch da? Ist Elsa noch da? Was meinst du? Hä, nee, was? Ich geh mal aus ihm. Na, ich raff das nicht. Okay, also auf jeden Fall, da gibt es da, zwei. Ach so, Scar, du hattest, ja, dann gut. Dann danke, dass du sie eingeladen hast. Oh Gott, das Auto kommt genau auf mich zu. Schbam! Habt ihr gesehen, wie so ein Kerl. Wie so ein echter Kerl bin ich so über das Auto Könnt, macht man gar nicht glauben, wenn man mich so kennt, ne? Dass der Peggy auch mal irgendwas Männliches tut. Ja. Könnten wir jetzt vielleicht uns so ein geiles, morganisches Pferd kaufen? Guck mal, wie Sally hier mich demütigt, indem sie mich voll überholt. What the fuck? Ach, guck mal, das Fiona Diamond Mountain. Was hat sie da für ein Pferd? Worauf? Oh Gott. Worauf wollte ich jetzt hinaus? Und zwar habe ich gesagt, warte mal, ich muss mit euch mal ein ernstes Wörtchen sprechen. Also, meine Lieben, wenn morgens wirklich so gut sein wäre, also sagt, dann kaufen wir uns jetzt einen Morgen. Aber ich denke, dass es vielleicht irgendwann nochmal nicht die Tinker, aber so eine Shire Horse gibt. Und ich mag die Shire Horse total gern. Und vielleicht gibt ihr dann nochmal eine Shire Horse in Star Stable. Und dann kaufe ich mir vielleicht nochmal eine Shire Horse. Was meint ihr denn dazu? Ist das nicht eine gute Idee, der Shire Horse? Oder sollen wir uns jetzt einfach mal den Morgen kaufen? YOLO kauft den Morgen, oder? Wieso ist Pierre denn traurig? Wegen mir. I didn't do anything. Ja? I didn't do anything. No. I didn't do anything. Mustangs? Was? Danach kommen Mustangs? Alter, es gibt Autos in Star Stable. Wie geil ist das denn?